Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von 3D Printing to You. In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie ihr euer Heizbett mit einer Glasplatte upgraden könnt. Um die Unterschiede des Temperaturverlaufes aufzuzeigen, haben wir diesen Eimer mit und Eimer ohne Glasplatte an zwei verschiedenen Punkten gemessen und verglichen. Zuerst wurden die Sensoren auf dem Heizbett mit Malerkrepp angebracht. Der erste Temperatursensor wurde mittig auf dem Druckbett befestigt und der zweite an der rechten vorderen Außenkante. Wir ließen das Heizbett jeweils von ca. 26 Grad Celsius Raumtemperatur aufheizen und haben gewartet, bis sich die Temperatur nicht mehr weiter verändert hat. Als Temperaturvorgabe haben wir im Versuch 55 Grad Celsius vorgegeben. Mit RapidHost habt ihr übrigens die Möglichkeit, alle Temperaturinformationen eures Druckers auf eurem Computer zu überwachen und zu verändern, wenn ihr diesen per USB verbindet. Die Software findet ihr auf der beiliegenden SD-Karte und könnt diese einfach installieren. Betrachten wir zunächst den Aufheizvorgang ohne Glasbett. Innerhalb von 1 Minute 55 ist laut Druckersensor die Temperatur von 55 Grad Celsius erreicht. Zu diesem Zeitpunkt zeigt unser mittiger Sensor eine Temperatur von 51,6 Grad. An der Außenkante werden nur 49,3 Grad gemessen. Bis die maximale Temperatur von 53,2 Grad erreicht wird, vergehen 3 Minuten 30. Im zweiten Durchlauf wiederholten wir das Experiment mit Glasplatte. Hierzu wird zunächst das Malerkrepp entfernt. Reinigt ihr das Glas vor Gebrauch mit Seife und Wasser, verbessert ihr die Haftung der Drucke. Bei uns ist während der Lieferung an der Glaskante eine leichte Beschädigung aufgetreten. Die scharfe Kante haben wir einfach mit Wasser und Schleifpapier geglättet. Die Glasplatte haben wir mit Hilfe von Dokumentenklammern am Heizbett befestigt. Vergesst nicht, das Heizbett erneut zu nivellieren und den Z-Stopp neu zu justieren, um Schäden zu vermeiden. Wählt ihr eine Glasplatte wie wir mit einer Breite von ca. 200 mm, könnt ihr auch noch einfach die Schrauben des Heizbettes erreichen. Mit Glasbett dauert der Aufheizvorgang 2 Minuten 50, bis laut Druckersensor die 55 Grad Celsius erreicht sind. Zu diesem Zeitpunkt liegt auf der Glasplatte mittig gerade meine Temperatur von 48,6 Grad an und außen von 47,1 Grad. Das Aufheizen auf eine mittige Maximaltemperatur von 52 Grad dauert ca. 4 Minuten 20. Es fällt auf, dass die Oberflächentemperatur mit Glasplatte ca. 1 bis 2 Grad geringer ist und der Aufheizvorgang sich um ca. 1 Minute verlängert. Anschließend haben wir noch die Temperatur an der Außenseite des Heizblocks und der Düse gemessen. Der Drucker hat gut 1 Minute 30 kontinuierlich geheizt, bis der Sensor eine Temperatur von 210 Grad gemessen hat. Hier waren jedoch erst 180 Grad am Heizblock und 146 Grad an der Düse erreicht. Das Aufheizen auf eine Maximaltemperatur von 220 Grad am Block und 210 Grad an der Düse dauerte ca. 5 Minuten 15. Um die gewünschte Haftung zwischen dem Heizbett und Bauteil herzustellen, gibt es verschiedene Materialien wie Blue Tape, Kapton, Buildtape oder Carbon. Hier zeigen wir euch kurz eine grobe Preisübersicht über die verschiedenen Komponenten. Während Tape, Kapton und Buildtape den Vorteil einer sehr guten Haftung haben, sind die Vorteile einer Glasplatte eine ebene, glatte Oberfläche ohne Verschleißerscheinung. Wir haben uns für eine Borosilikatglasplatte mit einer Dicke von 3 mm entschieden, da sie sehr hitzebeständig ist. Unsere Erfahrung ist bisher, dass bei PLA die Haftung aller genannten Materialien ausreichend ist. Wie angesprochen, könnt ihr eine bessere Haftung erzielen, wenn ihr die Glasscheibe einfach gründlich mit Seife und Wasser wascht
und die Oberfläche danach nicht mehr mit den Händen anfasst. Wir haben dies getestet und können es ebenfalls empfehlen. Den Link zu einer Videobeschreibung findet ihr unter unserem Video.